finden ihn. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Gut, jetzt brauche ich einen Mana-Trank. Ich werde dich nicht. Ja? Oh, tat das weh? Ich weiß, dass du hier bist. Spacko. 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 Frechheit, wer schießt da auf mich? Ich finde dich schon noch. Da haben wir dich. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Na los, bleib stehen, dann kann ich den Heady geben. Wo ist das Spiel? Vorsichtig! Ja. Alter. Wer den tötet, wird befördert. Ja. Alter. Das war's mit dir. Ja. Alter, das wird ja immer schlimmer. Oh, ich glaube, das war aber ein fetter. Nee, doch nicht. Zack. Dafür kriegst du erstmal hier. Klinge in den Hals. Probier's ruhig nochmal. So. Die Rune ist da drin. Hier schleicht sich jemand herum. Aber da komme ich ja an sich nur rein. Ja, ich. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Eingang, da gucke ich gleich mal. Erstmal gibt es hier noch zwei Gegner. Was zum? Gib auf und zu dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Oh fuck. Ach so, okay. Ja, das mit der Granate ging ja mal fett in die Hose. Bin ich mir sicher. So, Lehre. Oberarchitekt Bartolomeo. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie darüber nachdenken würden, mich formell zu Ihrem Lehrling zu erklären, damit ich die ganze Zeit mit Ihnen arbeiten kann. Herzlichen Dank, Humphrey. Lehreentwurf 1. Bartolomeo, ich möchte nicht länger Ihre Böden putzen und Regale abstauben. Und alles nur dafür, um einige Wissensbrocken von Ihnen zu erhalten. Wenn Sie denken, dass ich ewig warten werde... Entwurf 3. Oberarchitekt, Holger hat mir letzte Nacht persönlich einen Besuch abgestattet. Er hat mir gesagt, dass ich großartige Taten für den Orden vollbringen werde. Dass ich die Dunkelheit... dort, wo ich sie sehe, vertreiben werde. Dass ich meine Brüder mit Waffen ausrüste, die über das Physische hinaus in das Herz des Outsiders treffen werden. Treffen. Ich denke, ich bin bereit für diese Aufgabe. Und noch ein Entwurf. Sehr geehrter Oberarchitekt, bezüglich meiner Wahl für den Posten Ihres Lehrlings, es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich meine Dienstakte der letzten Monate ansehen würden. Sie werden sehen, dass ich... Wo bist du? Ja, alles halt nur Entwürfe. Da liegt ein Buch. Der junge Prinz von Tyvia. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Ja. Zorn ist wild. So, Nachtsicht aktivieren. Brandbolzen, Armbrustbolzen. Oh, da hat er unten Salto gemacht.
Zack, habe ich den Hund abgeschnetzelt. Tja. Granate, Pistole. Munition ist voll, Alter. Von dem ist wohl nur noch Matsch übrig geblieben. So. Keine Feinde mehr in Sicht. Jetzt muss ich mal zusehen, wie ich hier reinkomme. Möglicherweise übers Dach. Gucken wir doch mal. Werkstatt. Okay. Ich will in die Werkstatt. Kugeln habe ich auch voll. Fuck, wie komme ich denn da rein? Werkstattschlüssel erforderlich. Theoretisch muss den ja einer bei sich haben. Der da vielleicht. Tja, der hatte nicht viel zu sagen, ne? Da haben wir es. Zack. So, sind wir hier drüben drin. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ja. Genau, und da gehen wir jetzt nochmal hin, denn wenn hinter der Statue da. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ne? Geld nehmen. Tja, warum nicht, ne? Unstete Füße. Zoll mir die unsteten Füße, die es lieben, Grenzen zu überschreiten. Die scheren sich nicht um die Grenzsteine auf den Feldern anderer Männer. Sie wandern in fremde Länder, ihre Sohlen bei ihrer Rückkehr geschwärzt von Ungerechtigkeit. Wohin bist du gelaufen, dass dir nun die Zerstörung folgt? Würdest du über brennende Kohlen oder Glasscherben gehen? Warum dringst du dann in die Häuser der ärmeren oder in die Höhlen der verborgenen Dinge ein, wo das Ergebnis das gleiche ist? Du wirst ins Nichts fallen. Stelle stattdessen deine Füße auf sicheren Grund, und damit du fest und unverrückbar stehst. Ja, unverrückbar stehst. Denn wenn die Winde des Outsiders an dir ziehen und zerren. Ich bin langsam schon ein bisschen durch. Ich brauche gleich erstmal eine Pause. Zehnermünze. Neben der Statue oder an der Statue. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Oh Gott. Ja, ich werde mal versuchen, wenn ich das nächste Mal halt eine Aufnahme starte, dass das nicht mehr so ist. So, ich dachte eigentlich. Ach, das sind hier die Gebote alle. Aber die lese ich mir jetzt nicht alle durch. Moment, warte mal. J war das, genau. Letzte Warnung. Edmund, ich habe erfahren, dass Sie wissen, wo mein Allerheiligstes befindet. Wenn ich Sie erneut bei Holgers Statue herumlungern und hoffen auf einen meiner Gäste. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Die Gesetze. Ist das hier Holgers Statue?
Archivraum. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. So. Oh, verdammt. Treffe ich hier direkt auf zwei Gegner. Ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Ja, und wir sind schon wieder hier zurück. Alarmglocke läuten. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Alarmschalter. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Alter Schwede, das ist aber auch laut immer die Durchsage hier. Scheiß die Wand an. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefoltert ist. Er ist so blutrünstig, wie alle sagen. Hinterließ eine Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist, wir können schwarze Achtung, Leute nicht ausschließen. Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Nicht in den überschwemmten Bezirk. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Mach's dir bequem. Corvo Atanos Aktivitäten. Bekannte Aktivitäten. Kehrte nach einem offiziellen etwa zweimonatigen Einsatz zurück. Nach der Abreise von Christol schloss die Mission im Auftrag der Kaiserin Yesamine Caldwin weitere Aufenthalte auf anderen großen Inseln mit ein. Überbrachte bei Ankunft schlechte Nachrichten, wurde sofort wegen des Mordes an ihr festgenommen. Letzter offizieller Aufenthaltsort, drang in die Kanalisation unter dem Gefängnis von Coldridge ein, nachdem er der Hinrichtung unter ungewöhnlichen Umständen entkommen ist. Aussage eines Bürgers, Trey Dover, Glaubwürdigkeit mittelmäßig unbestätigt. Aussage Person, die auf die Beschreibung des Subjekts passt, wurde bei einem Gespräch mit einer unbekannten Frau am Haupttor der Akademie der Naturphilosophie gesehen. Okay. Aussage eines Bürgers, Benjamin Harribay, Glaubwürdigkeit niedrig, unbestätigt. Aussage Person, die auf die Beschreibung des Subjekts passt, wurde beobachtet, wie sie mit Ochsenhirten außerhalb der Stadt traf. Aussage einer Bürgerin, Charlotte Cuttenhead. Glaubwürdigkeit niedrig, aus zweiter Hand. Aussage hat Gespräch mitgehört, das darauf hindeutet, dass einer der Gesprächspartner etwas über das Subjekt weiß. Vermutete Bündnisse keine bekannt. Empfehlung, Durchsuchung des Bezirks der Anwesen aufgrund der früheren Aktivitäten und Privilegien des Subjekts. Auf der Stelle. Gut, noch ein Buch. Die Prüfung der Begabten. Ja, das hatten wir schon. Oh, verdammt. So, ab nach unten hier erstmal. Hier habe ich doch eben was glitzern sehen. Das zweite Gebot, lesen wir das auch einfach mal. Auszug aus einem Werk, das eins der sieben Gebote erläutert. Zäume die lügende Zunge, die wie ein Funken im Mund eines Ungläubigen ist. Denn sie ist ein so kleines Ding, doch sie kann eine ganze Stadt niederbrennen. Es ist besser, ein Leben in Stille zu leben, als einen Strom von Unwahrheiten auszuschreien. Die Echos Achtung, der Lügen kehren als die Stimme des Outsiders zurück. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Konfiszierungslog Nummer 2749. Beschuldigter Archibald Pelling. Konfisziert Abbild des Lord Regenten. Strafe verurteilt zu 3 Jahren.